Wir müssen sofort... Die neunte Armee wird nicht zurückgenommen. Sagen Sie, Bosse, er soll kämpfen, wo er steht. Mein Führer, dann ist die neunte Armee verloren. Wir werden die im Norden und Osten bis an den äußeren Verteidigungsring vorstoßenden Sowjetverbände in einem rücksichtslosen, mit aller Kraft geführten Gewaltschlag zurückwerfen. Aber mein Führer, die 12. Armee marschiert nach Westen, Richtung Elbe. Dann soll die Armee kehrt machen. Dann entblößen wir die Westfront. Mit ihrem eigenen Blut werden sie bezahlen! Sie werden saufen in ihrem eigenen Blut! Ich melde, der Führer ist tot. Haben Sie noch Zweifel an meinem Befehl? Ich glaube, ich habe mich klar genug ausgedrückt. Himmler, Sie suchen also an, Berlin zu verlassen. Kann letztlich nur triumphieren, indem es das Schwache ausmerzt. Das sagen ausgerechnet Sie, ein Opportunist, rücksichtsloser Karrierist. Ist der Mann auf der Stelle hinzurichten. I wonder who that could be. Er ist nicht in der Bunkeranlage. Yeah, aber Moment! Not interested. Das ist der schlimmste Verrat von allen! Was soll denn das heißen? Garten! Möglich gemacht! The Red Mist is coming. Er hat Verrat geübt. Das ist ein schrecklicher Befehl, aber ich werde ihn ausführen. Dann suchen Sie ihn! SpongeBob! Denken Sie an die Tausende von Verwundeten, wir können nichts mehr für Sie tun. Will you two knock it off? I have a concert to practice for. Ich muss hier weg. Kommende Generation dankbar sein. Anders kann man das nicht machen. Wenn der Steiner angreift. Jodel. Sie ist ohne Ehren! Es wurden viele Fehler gemacht, Sanse. Ladies and Gentlefish. Und wir sind seinen Willen verpflichtet. Community Rec Center is proud to present Squidward Telepolis. Hat der Roten Armee absolut nichts entgegenzusetzen! Ja, vielleicht schon das! Stink! Wir haben ihn schon seit Tagen nicht mehr gesehen. Da jage ich mir eine Kugel durch den Kopf. Falls bis 22 Uhr keine Antwort erfolgt, nehme ich an, dass Sie Ihrer Handlungsfreiheit beraubt sind. Es ist Landesverrat und Verrat an Ihrer Person. Wir haben nichts Unrechtes getan. Was Sie mit Ihren medizinischen Forschungen erreicht haben, dafür werden Ihnen kommende Generationen dankbar sein. Denken Sie an die Tausende von Verwundeten, wir können nichts mehr für Sie tun. Aber dafür sind die jungen Leute doch da. Mein Führer, die Befehle sind ausgearbeitet. Ich gebe Ihnen mein Ehrenwort als Offizier. Der Führer kann nicht als ruhmloser Flüchtling vom Parkett der Weltgeschichte verschwinden. Das sind ja nur 12 Kilometer bis zum Stadtkern. Man müsste die ganze Luftwaffenführung sofort aufhängen. Kommen Sie, ich muss hier raus. Ach, Unsinn! Erwähnen sich bereits als Sieger, aber sie werden sehen bleiben. Es wird ein böses Erwachen geben. Göring will die Macht an sich reißen.
Ich werde niemals kapitulieren, niemals. Die 9. Armee ist nach Norden hin bewegungsunfähig. Fähig, 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 fähig. Jeder hat mich belogen, sogar die SS! Wie lange können Sie noch halten? Führer hat die Fassung verloren, er wird sie wieder fangen. Ich verliere von der Akademie. Und doch habe ich allein. Mein Führer. Steiner. Luftwaffe schlagkräftig machen. Ich sehe das anders. Alles in Ordnung, komm. Ihren Kopf halten! Verreiß, ein Versager! Ungeheuerlich! Freuloser Feigling! Do it! Do it! Alle dieser Verräter werden bezahlen! Und damit sie es nur wissen, wir auch nicht! Ich hab das einmal mitgemacht! Das reicht! Der Angriff steigert mein Befehl! Wir haben unseren Eid auf den Führer geleistet. Und sind so autorisiert, behauptet er, ich wäre krank! Dieser Fassad, dieser Schmarotzi. Ein paar Vendelle von uns! Guten Tag, Frau Lange. Spahn, wie sind Sie denn noch nach Berlin reingekommen? Einfach weiß nicht. Ich muss noch einmal zum Führer. An Ihrer Stelle würde ich damit lieber warten. Was hat er das gemacht? Dafür müsste man ihn auf den Mann stellen! Dieser Morphinist hat die Korruption in unserem Staat möglich gemacht! Und jetzt das! Verrat an meiner Person! An meiner Person! The Red Mist is coming. Wie lange können Sie noch halten? Vielleicht 20 Stunden, nicht länger. Die Russen sind rundherum bis auf einige hundert Meter herangekommen. Für den Moment haben wir sie zum Stehen gebracht. Wissen Sie, Mönke, die westlichen Demokratien sind dekadent. Sie werden den straff geführten Völkern des Ostens unterliegen. Alles Gute. Ich danke Ihnen. Es war nicht nur für Deutschland.